Nein, jetzt fahre ich Italica. Wichtig, Scooter. Ab heute fahre ich nur noch Scooter. Ich bin der Shooter, trag die Brille und das Kreuz so wie Tupac. Digga, was ist eigentlich die Mission von der Frau hinter ihm die ganze Zeit? Das ist schon fast traurig, Digga, hat mich fast zu Tränen gerührt. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute Nacht. Zu zweit aus dem Club. So, ich bin gespannt, Digga. Der Bruder sieht auf jeden Fall lustig aus schon. Über den haben sich ja viele lustig gemacht, Digga, aber das ist. Haut's? Mir gehatet, Name? Anfang zu rippen, aber. Warum macht diese Auge? Versuch doch mal, wir versuchen ihn zu gönnen. Das ist geil, Digga. Er sieht aus, als ob der Eritreer ist, wa? Eritreer habe ich ja oder Äthiopien, Bro? Lass mal Feedback da in den Kommentaren, Brudi. Danke auf jeden Fall für die Reaktion, Bro. Wie ist dein Name? Yassir. Oder Somali, Digga, ne? Könnte auch sein. Das ist doch Ray D. Barbershop, oder ne? Nee, nee, das war nicht Ray D, Bro, das war Carmelo. Aber Ray D, natürlich auch geil, dass du ihn erwähnt hast. Ray D, Carmelo und Mahari, die drei besten Barbers in der Welt. Oh, nee, oder nee. Wurde dazu genötigt, ja, Mann. Highest in the Club. Highest in the Club. Hat er nicht auch sowas Dings da gemacht? Travis Scott? Toy Trip is fresher than you. Der Beat ist bis jetzt nice. Da sind wir wieder. Alright, weiter geht's. Bro, was zum Teufel? Wenn ich an den Lovelock höre, denke ich an die Erde ist eine Scheibe. Wieso hat er sowas gesagt? Okay. Fährt er Lambo? Ich bin der Hase. VW, Bruder. Ich küsse dein Herz. Nein, jetzt fahre ich Italica. Wichtig, Scooter. Ab heute fahre ich nur noch Scooter. Ich bin der Shooter, trag die Brille und das Kreuz so wie Tupac. Guck mal, was der Nigga heute in der Booth macht. Also ich muss sagen, bis heute, jetzt hört sich das aber nice an. Okay. Habt ihr das noch nie gehabt, Digga, dass eine Frau nackt in eurem Bett liegt und euch erzählt, dass sie immer schon ein Fan war, Digga? Ist doch normal, oder? Dings Deutsch habe ich, by the way, studiert. Wieso, was meinst du? Ride it auf dem G-Stick. Ja, ja, es ist Weekend. Ich raff das nicht, ist irgendwas er gesagt hat. Ich habe mitbekommen, dass er irgendwie in den Schlagzeilen war, aber so krass habe ich nicht verfolgt. Ich habe noch einmal mitbekommen, ich glaube mit Corona. Aber sonst habe ich echt nichts bekommen. Besser, Bruder. True German. Also ich muss sagen, den ersten Part habe ich nicht gefühlt, aber die Hook fühle ich bis jetzt. Moin, moin. Meine Zunge, also, ja. Der Bruder, der reactet, fühlt nicht unsere Vibes, Bro, schreibt einer. Wann kommt neue Single? Bro, ist nicht mal zwei Tage alt, der Song. Hör erstmal bitte den Song, Brudi. Dann reden wir bald über die nächste Single. Ich hab nichts heute. Ah, sympathisch, sympathisch. Pate. Digga, wie hieß dieser Song von Drake, wo er auch die ganze Zeit so mit Geld rumläuft und Leuten Geld schenkt, so. God's Plan. Saskia den Man. God's Plan, genau, genau. Der deutsche God's Plan. Einfach mal kurz mit Drake verglichen, na Mann? Der Beat ist schon krass. Gut, dir Vivian. Ich
Digga, was eigentlich die Mission von der Frau hinter ihm die ganze Zeit? Was ist die Mission von der Frau da hinten? Ey, der Typ ist geil, Digga. Ich schwör's dir, Bro. Oh, fuck, Alter. Der versteht gar nichts, Bruder. Der weiß gar nicht, wohin, Bruder. Ich küsse dein Herz. Wie heißt der nochmal? Bro. Yassir, Khasir, Bruder, geil, Digga. Was ist die Mission? Bro, die ist einfach geil, Digga. Wir haben verstanden, Bro, du lebst ein gutes Leben. Scheint ein kleiner Hater zu sein, ne? Oh no. Was ist denn jetzt passiert, Digga? Komische Reaction, irgendwie nix sagend. Ja, Digga, finde ich auch. Aber von allen irgendwie. Was ist los mit den Leuten? Vom PA gestern genauso, war auch nix sagend. Ich würde gerne Sinan G seine Reaction nochmal sehen. Ist einfach nix sagend so. Sag, Bruder, wenn du Kacke findest, sag Scheiße. Wenn du geil findest, sag geil. Aber das ist halt Deutschland, Bruder. Also ich muss sagen, der Song war jetzt nicht wirklich schlecht. Die Hook habe ich gefeiert, die Parts habe ich nicht so krass gefeiert. Video war auch nice, aber dass er in einem Video Geld verschenkt hat, Bro, das kannst du echt nicht in Deutschland bringen. Ich schwör's dir, deutsche Kultur fickt dich für sowas, Bro. Ich schwör's dir, die werden sagen, warum filmst du das und so. Ich denke mir nur so, okay, wenigstens hat er was gemacht, weißt du? Besser als 90%, die sagen, ja, nur auf Kamera. Mir ist scheißegal, was er auf Kamera gemacht hat. Ich sehe, er hilft Leuten, nice. Aber ich glaube, dafür wird er gefickt, Alter. Ich habe das nicht einmal in den Kommentaren gesehen. Ich weiß, was er meint, Bruder. Er meint so ähnliche Sachen, wie ich auch gemeint habe, gerade so. Aber das habe ich nicht einmal in den Kommentaren gesehen. Ich glaube, der Bruder ist halt leicht lost, so. Er ist halt leicht am Thema vorbei immer so. Also das würde ich jetzt bei ihm... Kennt ihr das damals, wenn ihr Aufsätze geschrieben habt, Deutschunterricht oder so? Die Intention war gut. Man merkt, Leon hat sich Mühe gegeben, aber er ist am Thema vorbei. So, der ist das, Digga. Bisschen am Thema vorbei. Aber der Song war jetzt nicht scheiße. Der war jetzt auch nicht mega krass. Aber gut, finde ich. Egal, du kriegst trotzdem ein Like, Cousin. Lost the Reaction, Bruder. Dieser Typ ist Hammer, Digga. Der ist krass, Digga. Thema verfehlt, Bruder. Egal. Man hat sich Mühe gegeben, weißt du? Er war stets bemüht. Er hat sich bemüht, Bruder, muss man ihm lassen. Moinsen. Wenn man sowas zeigt, könnte es Leute animieren, auch zu gönnen. Ja, Bro, es war auch keine große Sache. Das Musikvideokonzept war jetzt nicht rumzulaufen und Geld zu verteilen, Bruder. Das war nebenbei, war Vlogging-Style, das Video, weißt du? Wir haben einfach einen Blog gemacht, mehr oder weniger. Er war stets pünktlich, hat sich bemüht, aber leider immer das Thema verfehlt. Also er hatte Bilder und hat frei gesprochen, Bruder. Er stand vorne, hatte Bilder, er hat in der PowerPoint auch die ein oder andere Animation sogar mit eingebaut, deswegen, let's go. Der braucht eine Vibe-Spritze, Bruder, aber es könnte lustig sein. Ich glaube, ich lade es hoch auf YouTube, könnte lustig sein. War schon so cringe lustig, weißt du? Me mit In-Man, ich muss PowerPoint-Präsentation machen. Wie heißt die Chick aus dem Video? Ja. Mach eine PowerPoint-Präsentation, was ist ihre Mission? Geil. Was ist ihre Mission, Bruder? Bro, als der Typ die Dame schon gefrontet hat, hat man gemerkt, das ist keine Halal-Vibes, Bruder. Auf gar keinen Fall, Digga. Wenn man die frontet, Bro, dann ist man lost. Lost. Kudos Kreuzberg, welcome to the family, man. Die Kreuzbergi-Vibes, Bruder. I love it, Allah. Ich vermisse euch, Digga. Ich schwör's dir, ich vermiss Kotti Motti und so. Bruder, gib mal eine Faust rein im Bildschirm, Bro. Hau rein da jetzt, Junge. Stark. Ich habe noch nie ein krasseres Model in einem Musikvideo gesehen und der hatet die einfach, Bruder. Der sagt einfach, was ist ihre Mission, Bro? Einfach nur, was ist ihre Mission, Digga?
Das ist schon fast traurig, Digga. Hat mich fast zu Tränen gerührt. Kurz. Abo allein für die Vibes hier drin, man. Ich küsse dein Herz, Bruder. Bester Mann, Digga. 5000 Kunden stehen auf, Bruder. Wenn mein Song rauskommt, Digga. Oh, Gemmo ist auch da. Was geht, Bro?